Über 1400 Delegierte haben bei der 17. Bundesversammlung in Berlin über den neuen Bundespräsidenten abgestimmt. Bei der Wahl im Paul-Löbe-Haus ebenfalls mit dabei 18 Freie Wählerabgeordnete aus Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Weil das ausschließlich männliche Bewerberfeld einen Kandidaten aus der bürgerlich-liberalen Mitte vermissen ließ, hatten die Freien Wähler die 42-jährige Astrophysikerin Dr. Stefanie Gebauer als eigene Kandidatin aufgestellt. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger erklärt, warum den Freien Wählern diese Kandidatur so wichtig war. Ja, wir Freien Wähler sind eine eigenständige und selbstbewusste Kraft. Wir sind auf kommunaler Ebene vielfach stärker wie alle anderen politischen Kräfte. Und es wäre nicht richtig, sich nur ins Fahrwasser der anderen einzuordnen und zu sagen, wir wählen all das, was uns die anderen vorgeben, sondern wir wollen eigene Akzente setzen. Wir setzen mit unserer Kandidatin ein Signal für die Kommunalpolitik, fürs Ehrenamt, für den Mittelstand, für den ländlichen Raum. Dort kommt sie her, dort ist sie tätig. Sie ist eine junge, anpackende Frau, also auch mit einer Frau im Gegenmodell zur Kandidatur des Amtsinhabers. Und insofern ist es mehr als legitim, dass die Freien Wähler hier selber mitmischen. Am Abend vor der Wahl konnten die Delegierten bei einem Empfang in Berlin mit der Kandidatin ins Gespräch kommen. Auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann machten ihre Aufwartung. Bei der Wahl im Paul-Löbe-Haus am nächsten Morgen war dann Geduld gefragt. Unter strengen Corona-Vorkehrungen wurden die Delegierten einzeln namentlich aufgerufen, um in den Wahlkabinen ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel zu machen. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel fasst seine Eindrücke zusammen. Diese Bundesversammlung, die hier das höchste Amt, das die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben hat, hier wählt und hier also im Zentrum eigentlich der Demokratie in Deutschland, in diesen historischen Ort, das letztlich vollzieht, das ist fast wie ein Hochamt der Demokratie, wo man letztlich dann auch den Pulsschlag des Pluralismus, der Vielfalt, aber auch den Pulsschlag unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats und der Einigkeit also in unserem Land spürt. Wenn man das Ganze also über die Länder verteilen würde und jeder in sein Heimatparlament wählen würde, wo wäre da die Einigkeit? Und in unserer Nationalhymne heißt es ja Einigkeit, Recht und Freiheit. Und diese Einigkeit, die wird heute hier in Berlin symbolisiert. Am Ende konnte Gebauer einen Achtungserfolg verbuchen und sensationelle 58 Stimmen auf sich vereinen. Sie zeigte sich im Anschluss an die Wahl entsprechend gelöst. Ich war, wenn man das so sagen kann, geflasht. Also ich bin immer noch total glücklich. Einfach nur hin und weg. Also dass man 40 Stimmen mehr als die eigenen Wahlmänner und Frauen bekommen hat, ist schon ein tolles Ergebnis. Nach Alexander Holt im Jahr 2017 sind die Freien Wähler nun bereits zum zweiten Mal mit einem eigenen Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl angetreten. Dass Gebauer 40 Stimmen aus anderen politischen Lagern gewinnen konnte, wertet auch Florian Streibel als großen Erfolg. Wir hätten mit so einem Ergebnis nie gerechnet und es zeigt, dass wir aus dem bürgerlichen Lager doch viele Stimmen auch noch zu uns ziehen konnten. Dank, glaube ich, an die Union, die unsere Kandidatin auch also mit unterstützt hat und von so her, wir können jetzt feiern. Der gewählte Bundespräsident steht nun vor großen Aufgaben. Angesichts der wachsenden Spaltung in der Gesellschaft muss er sein Amt künftig dafür nutzen, die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands wieder zu einen. Dafür wünscht ihm die Freie Wähler-Landtagsfraktion viel Kraft und Erfolg.